Heute machen wir ein richtig geiles Ciabatta-Rezept mit einem 2-Stufen-Sauerteig. Ich starte mit der ersten Stufe. Mehl, Wasser, 10 Gramm Sauerteig. 8 bis 12 Stunden warten. Zweite Stufe, Mehl und Wasser dazugeben. Noch einmal 3 bis 4 Stunden warten, damit der Sauerteig richtig aktiv ist. Das Ganze nach der Entwicklung mit Mehl und Wasser zur Autolyse mischen. 30 Minuten bis 2 Stunden stehen lassen. Salz beigeben, den Teig richtig gut auskneten. Und dann noch 20 bis 30 ml Wasser zur Bastinage beigeben. 2 bis 3 Stunden Stockgare, zwischendurch richtig gut dehnen und falten. Das Ganze vorsichtig zu einem Brot formen, die Luft muss drin bleiben. Auf ein Teigtuch setzen, 50 Minuten später bei 250 Grad backen. Mach einen Screenshot, schau auf YouTube nach oder